Hallöchen, ihr Lieben, zu einem neuen Unboxing. Und wieder mit am Start ist natürlich die liebe JJ. Hallo. Hi. Und diesmal, wie ihr schon sehen könnt, gibt es wieder die Woodbox, die uns zur Verfügung gestellt wurde. Diesmal für den Monat Januar. Genau. Und das Thema ist diesmal Old School. Okay. Okay, lassen wir uns mal überraschen. Let's do this. Okay, ich mach mal die Kiste ein bisschen weiter weg, damit wir mehr Platz haben. Und wo geht's überhaupt auf? Mal hier. Okay, dann darfst du auch anfangen, weil du das eben hinbekommen okay. hast, sie zu öffnen. Ach so, das ist erstmal nur das Heftchen. Das Heftchen. Genau. So. Ach so, nimm ruhig, okay. Oh, wie cool! Oh. Das finde ich super! Aber was ist das genau? Das Ghostbusters-Auto. Ja, was ist das für eine Sache? Ja, da musst Kann du mal jetzt auspacken. Fahren? Ja, da setzt man sich rein und fährt dann. Nee, ich weiß nicht. Who you gonna collect? Ecto 1. Ich glaube, das ist einfach eine... Ach, die ganze Kollektion. Man hätte auch die Sachen bekommen können? Das weiß ich nicht. Da müssen wir gleich mal in das Heftchen dann gucken. Da ist ja das Ecto hier am coolsten, ne? Ja, finde ich aber auch. Sekunde, ich habe extra die Schere vorbereitet. Super, cool. Ich liebe ja Ghostbusters 1 und 2. Nicht aber die Neuverfilmung. Ich weiß. Ja, hast du die eigentlich gesehen, die Neuverfilmung? Ja. Und? Der schlimmste Teil ist, ich will nicht spoilern, aber wo, naja, ein bisschen spoilere ich jetzt schon. Okay. Wo der Bill Murray kommt. Oh. Und die Szene ist einfach nur sowas von heftig. Ich möchte nicht komplett spoilern, aber ich dachte einfach in dem Moment nur so, nein. Ist nicht okay, was sie mit ihm machen, oder? Also ja, wenigstens eine neue Auflage von Ghostbusters, das ist in Ordnung an sich. Ja. Auch ein bisschen überdrehter ist in Ordnung, aber ja. Die Szene war für mich dann echt Ja, das ist so richtig, oder? Dass sie sein Erbe zerstören ein bisschen. Ja. Finde ich auch, also fand ich nicht toll. Das ist okay. ja süß. Also das ist scheinbar wirklich auch nur zum Hinstellen. Und woraus besteht das? Ach, ist hart. Okay, weil es da so ein bisschen gummiartig aus. Ja, es ist so ein bisschen squishy. Hier ist auch doch. So, dass man Luft rauslassen kann. Also so ein bisschen kann man es drücken, aber ich weiß nicht, warum man das machen sollte. Ist ganz süß, ne? Ja. Muss ich schon sagen. Ja, und es scheint im Dunkeln auch zu leuchten, das Grüne wahrscheinlich. Oh, meinst du? Ja, das steht da. Das ist ja geil. Ach, das steht da sogar? Ja. Ach so. Das ist ja cool. Ist übrigens Woodbox Exclusive. Also kann man woanders scheinbar nicht bekommen. Sehr niedlich. Cool. Finde ich sehr süß. Ja. Also, wenn man Ghostbusters-Fan ist. Wenn ja. nicht, kann man natürlich nicht so viel damit anfangen. Aber wir mögen Ghostbusters, ja? Von ja. daher. So, die Schere packe ich mal weg. Dann sieht man nur das Auto. Ja. So. Okay, dann nehme ich mal das nächste, ja. ne? Oh. Ja. Also, ich liebe Zelda, aber ich würde niemals eine Börse davon benutzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, ich auch nicht. Sowas ist dann, da hat man so seine eine, die man sich lange genau. besucht hat. Sieht aber fast aus, als wäre es Leder, oder? Bin mir nicht sicher. Also sehen wir sicherlich Geld. Ist nee, Geld? Nee, ich gucke, weil hier ist oft so ein Hinweis darauf drin, dass Leder ist. Ach so. Und? Ist der something sehr? Some information. It's a Spy World Europe. Okay. Upper Material PO Polyester. Oh, schade. Na gut. Also doch keine Leder. Made in China. Börse. Okay, also bei der bin ich mir hundertprozentig sicher, dass wir sagen können, dass die in die Verlosung geht. Wunderbar. Ja, schreibt einfach eine E-Mail mit dem Betreff. Ja, Zelda, ne? Ja. Ist ja das Triforce, oder? Ich laber jetzt keinen ja. Blödsinn, ja. Nee, ja. Und ja, und alles weitere, ach, da steht's auch drin. Ach, von Skyward Sword. Das habe ich nie gespielt. Das war, glaube ich, für die Wii. Oder Wii U, ich weiß es nicht. Ist jedenfalls eines der wenigen Zelda, die ich nie gespielt habe. Jedenfalls, genau, die genauen Teilnahmebedingungen, danke sehr, seht ihr unten in der Beschreibung. Genau, ich wünsche euch viel Glück. Wir wünschen euch viel Glück, sorry. So, packen wir es wieder schön in die Tüte rein, damit es unversehrt bleibt. Wer ist dran, du, ne? Hau ja. rein, hau rein! Calcifer! Oh mein Gott, Calcifer! Das ist so süß! Oh, das ist ganz, ganz toll! Oh, ich liebe ihn, ich liebe yeah. den Film, ich liebe alle Ghibli-Filme. Ja. Also fast alle. Ja. Mit ganz wenigen Ausnahmen. Ist auch einer deiner Lieblingsfilme, oder? Was, das wandelnde Schloss? Ja, wobei ich das fliegende Schloss noch toller finde. Ach ja, ja, stimmt, das ist dein Lieblings, ne? Ja. Laputa. Laputa.
Genau. Genau. Oh, voll schön. Das ist was richtig Schönes. Aber ist ja eigentlich noch gar nicht so oldschoolig, ne? Muss ich dazu sagen. Man ist ja rausgekommen, ich glaube es, aber man wundert sich, du. Ja, ja, das stimmt schon. Ist nur jetzt gerade so eine Sache, wie definiere ich oldschool? Ja. Weil Ghostbusters hätte ich auf jeden Fall gesagt, yo, das ist oldschool. Zelda schon fast nicht. Zelda auch wieder nicht, weil das ist immer aktuell. Und das hier hätte ich jetzt, ja, naja. Mittel oldschool. Also Schloss im Himmel hätte ich eher oldschool gesagt. Hä, wieso das denn? Ja, weil es um einiges älter ist. Bist du dir da sicher? Ja, auf jeden Fall. Wie viel älter denn? Ich meine... 6 Jahre, 7? Ernsthaft? Auf jeden Fall. Okay. Bin ich mir relativ sicher. Okay, egal. Bist du dran? Nee, ich, ne? Nee, du, ja. Okay, was ist das? Ach, wie krass. Oh, cool. Das ist ja geil. Wow, sieht das schön das aus. Das sieht richtig ganz gut toll aus. Wie hieß sie denn? Mila Jovovich. Also es ist aus das fünfte Element. Ach ja, genau, Mila Jovovich. Ja, wie hieß die denn? Die hatte auch nicht einen richtigen Namen, oder? Oder wie war das? Ich weiß nicht, sie war ja so... Ich weiß es nicht mehr. Sie kam ja einfach so... Doch, Nali? Ich weiß es gerade nicht. Aber toll sieht das aus, ganz schön. Das wollen wir gerne behalten, ja, ne? Dann würde ich es nämlich... Definitely Lee. ...einmal aufmachen. Oh ja, ist nicht so einfach. Sogar eine Aufhängung dran, das ist ja super. Ja, richtig vernünftig. Cool, also ja, das fünfte Element ist so ein Film, den kann man immer gucken. Und es ist eine sehr schöne, ein schönes Artwork, finde ich auch. Ja, ganz toll, gut ausgewählt. Ja. Und das wiederum, finde ich, ist oldschool, das fünfte Element. Das ist wirklich, ja. Das ist alt genug, dass man das sagen kann. Wow, wunderschön. Sieht richtig toll ganz aus. Toll. Sehr, sehr schön. Ja, da müssen wir halt mal gucken, wer sich das abgreift, ne? Ja. Das wird im Nachhinein ausdiskutiert. So. Wenn es nicht auf Band ist. Sehr schön, wirklich schön, cool, das gefällt mir sehr gut. So, dann bist du wieder. Also, Entschuldigung, ich hasse Merkel. Ich hasse es wirklich sehr. Also ich, eine der wenigen Sachen, von denen ich sagen kann, ich hasse sie. Merkel mittendrin ist tatsächlich auch oldschool, das passt wieder zum Thema. Ja, finde ich auch. Aber ich würde mir niemals dieses Shirt, ich weiß auch gar nicht mehr, wie der Kleine hieß. Ich habe ihn auch gehasst, weil er immer so unverschämt war. Aber ich habe auch irgendwie alle Charaktere auf ihre Art und Weise gehasst in Malcolm mittendrin. Live, die. Kann ich nichts mit anfangen, leider, mit dem Spruch. Ja, der sorry. Kommt wahrscheinlich häufiger vor. Ja, ist mir auch nicht peinlich. Nee, muss ja auch nicht peinlich sein. Ja. Ich hasse. Ja, ich mag Malcolm mittendrin auch nicht. Ja, aber vielleicht mag ja von den Zuschauern jemand Malcolm mittendrin. Ja, also wir finden euch auch in Ordnung. Ja, genau. Und deswegen würde ich sagen, geht das wieder in die Verlosung. Ja, schreibt einfach in den Betreff Malcolm mittendrin. Es ist Größe S und es ist der Mädchenschnitt halt. Aber ihr könnt natürlich trotzdem teilnehmen, wenn ihr es einfach nur haben wollt. Ja, dann wünschen wir euch viel Glück und packen es schnell weg. Damit es aus unserem Blickfeld kommt. Ja, so schlimm ist es nicht, aber... War es das oder ist da noch was? Ich glaube ja, ne? Ja, wir haben hier wieder die Möglichkeit... Ist es ein TV, glaube ich. Genau, es ist so ein alter Fernseher, den man wieder zusammenbauen kann. Wollen wir das kurz wieder machen im Schnelldurchlauf? Ja. Ja. So, und wir haben einen Fernseher. Diesmal ging es sehr schnell im Vergleich zu diesem Videospielautomaten, bei dem wir ewig gebraucht haben. Ist auf jeden Fall wieder süß, dass irgendwie die Box halt noch zu was benutzt werden kann. Ja. Ende des Kommentars. So. Sieht auf jeden Fall diesmal wieder cool aus. Ja. So. Gut, gucken wir noch in das Heft. Ja. Ich kann das nicht so gut irgendwie. Ich kann nicht denken irgendwie. Seitenverkehrt. Okay, vielen Dank. So ist viel besser. Aha. Editorial. Das Editorial. Dann haben wir hier einige Bilder. Aha. Sehr schön. Das ist cool mit der Katze. Einige Unboxing-Momente. Ey, der alte Jumanji. Voll cool. Aber ich habe wirklich gehört, dass der neue auch ganz gut sein soll, ne? Tja, muss man schauen, ne? Ach, jedes Mal, wenn wir diese Seite aufschlagen, denke ich, hä, das war doch gar nicht drin. Aber das ist die Mega-Wood-Box wieder. Mm. Das sind ja auch coole Sachen, wow. Oh, das ist ganz toll. Das war eins meiner Lieblings-Zelda. Du mochtest das auch gerne, ja, ne? Ich kann mich erinnern. Oh, das habe ich super gerne zugeguckt, wenn ich das gespielt habe. Das war wirklich ganz toll. Wind Waker, das hat sehr viel Spaß gemacht. Crash Bandicoot ist auch unschlagbar. Das ist auch ein Klassiker, ja. Hier passt auch alles zu Oldschool, finde ich. Ja. So, dann haben wir hier
Ecto 1. Hey, ach so, ich dachte, das wäre der Preis. Ja, aber so viel teurer ist es nicht. Nee, nee, ich wollte gerade sagen, ist ja günstig, aber 15 Euro ist auch noch nicht teuer, aber ist auch ein okayer Preis. Also ich hätte jetzt nicht mehr dafür verlangt, weil es ist ja jetzt nicht gerade sehr groß. Also seht meine Hand. Ne? Das T-Shirt 20 Euro. Naja. Ja. Yay, das Bild 8 Euro, richtig toll. Wunderschön. Und die Börse 15 Euro. Boah. Oh, der ist toll. Steht da auch der Name? Oh, da steht nicht mal drin, wer das ist und aus welchem Film es ist. Nur so ein Feuerdämon hier, was geht denn jetzt also ab? Also das ist ja mal, ne? Ich finde, ganz ehrlich, wenn man nicht weiß, wer das ist, finde ich, ist es richtig schön, wenn es hier drin steht. Damit ja, man so denkt, hey, das könnte ich mal gucken. Genau. Aber so denkt man so, ja, okay, irgendein Feuerding. Ja, jetzt die Leute, die Ghibli nicht kennen, naja, gut, vielleicht gibt es sehr wenige, die eine solche Box abonnieren und sowas nicht kennen. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Wo man scheinbar ist, Dingens als Dragon Ball, ne? Ja, da bin ich ja nicht so drin, ne? Ja, ich ja auch nicht. Ich weiß, das hat so eine riesen Fanbase, ne? Ja, klar. Dragon Ball. Klar, ja. Aber ich bin da leider nicht dabei, beziehungsweise, ich muss aber sagen, dass ich so die ersten 150 Folgen wahrscheinlich geguckt habe. Ja, die schönen, wo er noch ein Kind war, ja, so richtig niedlich irgendwie. Genau, das hat mir auch sehr gut gefallen, aber dann habe ich den Überblick verloren auch. Also da kommen ja so viele Charaktere und Aliens und Kämpfe und Entwicklungsphasen oder so, diese Superphasen, wo sie dann, okay, egal. So, das war's, ne? Also, vergesst nicht, ihr könnt das hier gewinnen und das T-Shirt. Und ansonsten fanden wir die Box gut, oder? Ja. Also nicht super mega, aber gerade durch das Bild also und den Pin. Also das Bild ist hammergeil. Ja, finde ich auch. Ganz toll. Also, das sind große Pluspunkte und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen, das Unboxing, ne? Mhm. Und dann sehen wir uns wann anders wieder. Ja. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.